waren im vergangenen Video die Ordner der Schwerpunkt. So wollen wir uns jetzt um die eigentlichen Dokumente kümmern, nämlich die Dateien. Wir haben die Ordner und jetzt gibt es auch wieder verschiedenste Möglichkeiten, wie Sie Ihre Dateien in den Ordner hochladen. Mit dem Webweaver Desktop hatte ich Ihnen schon mal das gezeigt. Der Begriff, den ich da verwendet habe, war das sogenannte Drag and Drop. Das bedeutet nichts anderes als die Datei anfassen mit der linken Maustaste in einen bestimmten Bereich ziehen und loslassen. Ich habe hier einen Ordner, möchte hier eine neue Datei hochladen. Da gehe ich dann auch, so wie ich es gerade gesagt habe, auf Hochladen, wähle meine Datei aus, die ich ganz gern hochladen möchte. Jetzt hat er zwar die Datei ausgewählt, jetzt muss ich allerdings noch Schritt 2 gehen, und zwar Datei hochladen. Datei wurde entgegengenommen und meine Datei befindet sich in der Dateiablage. Sie erkennen jetzt hier auch ein kleines Symbol, das bedeutet, diese Datei ist neu. Heißt auch, wenn der Schüler einmal am Tag in seine Dateistruktur schaut, in seinen Ordner, wo er vermutet, dass da Aufgaben reinkommen, dann sieht er dieses kleine Sternchen. Das orange Sternchen heißt, ich bin neu und ich wurde angelegt. Diese Farbe wechselt dann im Laufe der nächsten Tage in eine andere. Wichtig ist, der Schüler sieht oder könnte sehen, wann eine Datei hochgeladen wurde oder dass sie neu ist. Nicht wann, sondern dass sie neu ist. Die zweite Möglichkeit, wie ich eine Datei in die Dateiablage, sprich in einen ganz speziellen Ordner bekomme, ist die Methode Drag and Drop. Anfassen, rüberziehen, loslassen. Ich mache das jetzt mal und ich hatte es Ihnen schon im Webweaver Desktop gezeigt. Da zieht man das einfach in das offene Fenster und lässt los. Bei der Lernsax muss man einen Punkt beachten, denn die Lernsax sagt, bitte, bitte, bitte hier. Und wenn man das nicht hört oder nicht sieht, dann wird die Datei nie ankommen. Ich habe jetzt auf dem zweiten Monitor mal eine Datei angefasst. Ich ziehe die jetzt mal rüber. Da ist sie. Und hier passiert gar nichts. Sie merken schon, ich habe bewusst hier unten gewählt, denn wenn ich jetzt nach oben komme in Richtung des Ordners, wo ich es ablegen wollte, dann wird er sofort sagen, hier in diesem Bereich darfst du mich bitte ablegen. Was ich auch jetzt tue, ich lasse los und da ist die Datei und sie ist angekommen. Die dritte Möglichkeit, die ich jetzt hier hätte, also wir haben einmal das Hochladen, einmal das Drag and Drop, wäre eine Datei direkt in dem Ordner, wo ich sie hinhaben möchte, zu erstellen. Dazu öffne ich den Ordner. Unser Ordner ist aufgeklappt und Sie gehen auf Datei erstellen. Jetzt haben Sie zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe, Sie müssen den Dateityp auswählen. Also möchten Sie eine Präsentation haben, eine Tabellenkalkulation oder ein Textdokument. Dann müssen Sie einen eindeutigen Dateinamen geben. Das ist also generell so. Alle Dateien, die in der Lernsax abgelegt werden, aber das ist überall so, sollten einen ganz klaren Dateinamen haben. Eine zweite Aufgabe. Sie können eine Beschreibung setzen, müssen aber nicht und gehen auf Datei erstellen. Im Ergebnis dessen, ich mache mal das Fenster zu, sehen Sie jetzt hier eine Datei, die ich gerade erzeugt habe, als Word-Datei, denn wir haben das Dateiformat Doc benutzt. Will ich diese Datei jetzt füllen oder weiter bearbeiten, öffne ich und gehe auf den Stift im Bearbeiten und es öffnet unser Only Office. Das heißt, wir haben ja innerhalb unserer Lernsax ein Office-Programm.